Gut, ich habe jetzt die Ehre, den Robert Brodniak vorzustellen. Also der Robert war lange Zeit als Koch in der Gastronomie tätig und hat dann auch in die IT-Branche gewechselt und ist dann in die Landwirtschaft gekommen. Der Robert hat als Quereinsteiger gemeinsam mit seiner Frau den Betrieb Krautwerk aufgebaut und liefert nun schon seit über 10 Jahren in die Wiener Spitzengastronomie. Für die Anbauplanung benutzt der Robert seit einem Jahr die Software Tend. Ich bin sehr gespannt auf deine Erfahrungen, wir alle, und wie sie abschneidet im Vergleich mit Excel und mit Papier und Bleistift. Gut, lieber Robert, ich bitte um deinen Vortrag. Vielen Dank für die nette Einleitung, Benjamin. Ja, ich möchte dich auch recht herzlich begrüßen zur Einleitung. Auch mir wurde mit auf den Weg gegeben, du bist ein Träumer, du vergisst das, du kannst davon nicht leben. Ja? Und bei der Uli möchte ich auch anschließen, ich habe den landwirtschaftlichen Facharbeiter begonnen und habe das aber nach 3 Tagen abgebrochen, weil der Vortragende hat gefragt, was machen wir gegen das Unkraut, und hat die ganze Klasse Spritzen gesagt. Das war für mich ein Grund, wo ich aufgestanden bin und gegangen bin. Ja. Ich wollte halt eine Fortbildung suchen, habe aber nichts gefunden, was für mich gepasst hatte. Ja. Aber es wird ja was entstehen, bin überzeugt davon. Ja. Ich darf heute vortragen über die Software Tend. Tend habe ich kennengelernt in New York bei der Young Farmers Konferenz. Ich habe das, wie die Uli, erleben dürfen auf der Ostküste quasi. Es gibt einmal im Jahr eine Young Farmers Konferenz, die ist am Stonebarn Center. Da steckt dahinter ein bekannter Koch, das ist der Dan Barber, und ein Gärtner, der heißt Jack Algier. Ja, und denen ist es so ein großes Anliegen, dass unser Ernährungssystem, was in großer Gefahr ist, dass man das irgendwie rettet, ja, oder etwas Neues schafft. Das ist eigentlich genau das, was wir auch hier uns treffen und leben. Ja. Und diese Young Farmers Konferenz, das ist für mich so beeindruckend gewesen. Es sind 600 Anmeldungen gewesen, 300 Teilnehmer werden genommen. Die bekommen die Anreise bezahlt, die bekommen Essen, Verpflegung dort, ja. Und das war ein kleines Woodstock 2018 für mich. Ja. Also das, was ich dort erleben habe dürfen, das sind 3 Tage Fachvorträge. Und da ging es um Betriebswirtschaft, dann ging es um Anbauplanung, dann ging es um Begrünungen, verschiedene Firmen haben was präsentiert, es hat Vorträge gegeben für Köche, es haben sich die Köche mit den Gärtnern zusammengetan, ja, und wir waren eine Truppe, die hingesandt worden sind, das kann ich den Herrn Reitbauer verdanken, das ist ein sehr bekannter Koch in Wien, das zählt zu den 9 besten Lokalen der ganzen Welt, ja. Und dem ist es so ein Anliegen, dass wir die Landwirtschaft, das ist nicht nur sein Erfolg ist ihm wichtig, sondern ihm zählen die Produzenten. Er ist ein ganz ein besonderer Mensch und der hat mir die Möglichkeit, der hat mir das ermöglicht, quasi, dass wir dort hinüberkommen. Ja. Gesandt waren wir ein Team, da war der Sous-Chef mit, das ist der Küchenchef-Stellvertreter und der Philipp Lammer von der Achenoa. Ja. Und wir sind da hinübergefahren und das waren 3 Tage und ich bin nach Hause gekommen und ich habe gesagt, das müssen wir hier auch installieren. Ja. Ich habe den Dan Barber vorhin ein Foto geschickt von diesem Raum hier und der Dan Barber, das ist dieser Koch eben, der das mit initialisiert hat, mit dem Jack Algier, mit dem gärtnerischen Leiter. Die haben von der ganzen Welt Multiplikatoren eingeladen, das waren 6 Personen, wir sind auf einem Tisch zusammengesessen und wir haben die gleichen Gedanken gehabt. Ja. Wir müssen das Ernährungssystem ändern und das, was ich dort erleben durfte, das war für mich sensationell. Ja, und das kann man auf YouTube auch, viele Vorträge kann man sich da anschauen, diese Fachvorträge. Ja. Das heißt Stonebarns Center und sehr gute Information, diese wirklich Fachvorträge. Ja. So, zu meinem Vortrag, Tend, die Burschen habe ich dort kennenlernen dürfen, die dieses Programm entwickelt haben bei dieser Young Farmers Konferenz. Ich habe auch Excel-Sheets verwendet oder arbeite immer noch damit, ja. Zur Betriebsvorstellung, das ist quasi meine Struktur, wie ich die Präsentation geplant habe. Ja. Quasi die Betriebsvorstellung, die Planung, warum die Planung und dann steigen wir schon ein ins Programm Tend. Ja. So, Betriebsvorstellung, meine Tochter, Familienbetrieb, das sind wir. Dieser Einachser, ja, das war ein Kindheitstraum von mir. Ja. Ich bin
komme aus Kroatien ursprünglich, dalmatinische Küste, und die fahren alle, die Landwirte, mit so einer Einachse herum, die in ihre kleine Garteln. Ja? Und ich habe als Kind geträumt, ich will sowas mal haben und ich lebe den Traum. Also ich habe es nicht fassen können. Ja? Und das war für mich, da war ich sofort angesprochen. Ja? Am Traktor darf ich mitführen, meine liebe Frau, die Claudia. Die Claudia ist diplomierte Bilanzbuchhalterin. Meine liebe Tochter, die Saskia, die hat auf der Tourismusschule gelernt, Hertha-Firnberg-Schule, einen Kochlehrer gehabt, den Josef Reisinger, was ein sehr guter Freund geworden ist. Auf das komme ich später noch zurück, weil wir machen verrückte Sachen gemeinsam. Und ich, gelernter Koch, 18 Jahre als Koch gearbeitet. Ich war beim Metro einkaufen, mir war das kein Begriff irgendwie, gesunde Lebensmittel, nachhaltig oder Rassen oder was auch immer. Mir ist es heute so ein Anliegen aus der Kochlehre quasi, wir haben Karotten geschnitten und es war kein Thema, diese Vielfalt, ja, oder Sellerie. Und ich habe das dann kennengelernt quasi, wie wir den Betrieb gegründet haben, da war es mir ein Anliegen, diese Vielfalt quasi aufrechtzuerhalten, ja, Verantwortung zu übernehmen für uns als Familie, für die Gesellschaft und auch für Saatgut, ja, also dass wir das, die Vielfalt quasi in die Gesellschaft hineinbringen, ja. Wie wir das machen, das erzähle ich euch dann später. Ja, wir haben die wunderbare Möglichkeit gehabt, wir sind immer auf Märkte einkaufen gegangen. Ich habe eine Biobäuerin kennengelernt, die Marion Eigner, die Fläche hat in Poron, und sie haben uns die Möglichkeit, wir haben die Möglichkeit gehabt, dort Fläche zu pachten. Ja. Wir haben begonnen mit 3500 Quadratmeter, also 35 A, haben wir 2012 begonnen. Dann, wir haben begonnen quasi mit Heil, 3000 Bohre pflanzen, Loch, Wasser rein, Pflanze rein und wieder zu. Ja. So haben wir begonnen halt, ja, du kannst davon nicht leben. Ja. Also das sind wir gleich drauf gekommen. Dann haben wir die Fläche vergrößert von 2013 auf 2015 auf 2 Hektar. Wir haben von einem Gärtnereibetrieb leider aus Donaustadt seine Maschinen zusammengekauft, er hat aber eine Pflanzensetzmaschine, Grupper, Kultivator, Rübenwaschmaschine, eine komplette Ausstattung um 1500 Euro. Und es ist schade, es hat 300 Gartenbaubetriebe gegeben in Donaustadt. Es gibt, glaube ich, nur mehr 10, 15 große Global Player dort, ja, Floridsdorf, Donaustadt, ja, also, ja, aber mit den Maschinen haben wir dann begonnen, mal schnell zu bewirtschaften. Ja? Also mit Pflanzensetzmaschinen, mit Hackgeräten, wir haben Fingerhacken dazu besorgt, mit einem Hegerschergerät. Ja? Wir haben mit einer Stanhay Einzelkornseemaschine haben wir Rüben angebaut, Karotten. Ja. Und dann haben wir quasi 2013, 2015 2 Hektar, 2016, 2019 3 Hektar. Wir sind gewachsen. Du musst wachsen, sonst musst du weichen. Ja? Ist aber nicht so. Ja? Wir beweisen das Gegenteil, ja. Aber so wird das kommuniziert. Ja. 2018, das war, wie wir zurückgekommen sind von Amerika, von der Young Farmers Konferenz, haben wir einen Hektar, dauer bitte, zwei Hektar, nein, wir haben mit einer kleineren Fläche begonnen, das war nicht ein Hektar. Wir haben eine Versuchsfläche gemacht, ja, mit den Dauerbeeten, wir haben das mal angeschaut. Was, ein Hektar oder nicht, ja, wurscht. 2 Hektar feldmäßiger Gemüsebau haben wir nebenbei gemacht und dann diesen Versuch quasi mit diesen Dauerbeeten. Ja. Und 7a haben wir Folien gewechselt. Also es sind 2 Tunnel, 8 Meter mal 40 Meter, wo wir die Paradeiser und diverse Wintergemüse kultivieren. Ja. Und dann haben wir 2020 die Flächen zurückgegeben und haben jetzt nur mehr 1 Hektar und es geht uns super dabei. Ja. Also dieses eine Jahr, das war schon ein Hektar, Entschuldigung, ja. Das haben wir nebenbei gemacht, ja, und das hat uns geschleudert, ja. Also ich habe schauen müssen, die Kulturen dort und dann die Dauerbeete und das war nicht einfach. Aber wir haben es geschafft, ja. Ich stehe noch hier. Ja. Warum Planung? Mag ich noch kurz einwenden, weil das zusammenpasst mit diesem feldmäßigen Gemüsebau. Wir haben mit der Stanhay ausgesät, 1000 Korn Gewicht war für mich kein Begriff, die Sehkörper müssen voll werden, damit die Maschine überhaupt funktioniert. Ja. Wir haben Petersilienwurzel angebaut,
weiß ich nicht, 1000 Korngewicht, 3 Gramm, keine Ahnung, 25 Gramm füllen wir ein, die Behälter bauen an, da ist noch immer Saatgut da, wir fahren noch einmal rauf, runter. Auf einmal haben wir 2 Tonnen Petersilienwurzel gehabt. Ja, ja, Überproduktion, ja, Fehlplanung. Normal müsste ich mich in die Ecke stellen und darüber nachdenken. Ja. Wir haben diese Petersilienwurzel mit der Blutdruck-Erntemaschine geerntet, händisch. Der Winter ist gekommen, wir haben eine Eisplatte gehabt, ja. Wir haben die um einen Schleuderpreis leider verkaufen müssen, unter einen Euro. Das ist eine Fehlwirtschaft. Ja. Also das darf niemandem, soll niemandem passieren, sowas. Wir müssen wirklich planen. Ja. Und deswegen sind wir, das war im Jahr 2016, meine Frau sagt zu mir, die diplomierte Bilanzbuchhalterin, Robert, noch so ein Jahr und wir sitzen wieder im Büro. Boah, nein, ich will nicht mehr studieren. Also das geht nicht, ja. Und das war für mich, wo wir gezwungen worden sind, die Planung zu beginnen. Ja. Ja. Unser Vertrieb, der funktioniert sehr gut. Wir sind genauso ausverkauft. Wir können nichts mehr dazu nehmen. Es passt für uns. Ja. So schaut unser Marktstand aus. Das sind 4,5 Meter, die wir zur Verfügung haben von der Breite. Das, was der Johannes gestern erwähnt hat, Präsentation, Positionierung, wir haben alles erfüllt, das ist nebenbei gelaufen. Ja, das, wenn du das mit Leidenschaft machst, wir haben uns eine Marke geschaffen. Ja. Ich habe nicht den ganzen Marktstand fotografiert, also die Gemüsekisten, die wir hinten mit haben, die stehen nicht unter dem Marktstand, sondern da wird hinten alles eine Bühne aufgebaut. Ja. Das muss ansprechend sein am Markt. Ja. Das muss fürs Auge, muss das die Leute sehen, dass die können nicht vorbeigehen. Ja. Und ja, so präsentieren wir uns am Markt, haben wir 70% den Umsatz, wir machen ca. 250.000 Euro Umsatz, 70% ist die Direktvermarktung und das brauchen wir zum Leben, auch diese 250.000 Euro. Ich mache es genauso wie die Uli, wir rechnen uns aus, wir haben eine doppelte Buchhaltung, privat als auch betrieblich, ja, das ist extrem wichtig. Meine Frau hat viele erfolgreiche Unternehmen bilanziert, Buchhaltungen gemacht. Den größten Fehler, den viele machen, sie schauen sich ihre Zahlen nicht an. Ja. Umsatz ist nicht gleich Gewinn. Und wir haben heuer eine Veränderung gehabt. Wir sind aus den Nähten geplatzt mit der Marion am Hof oben. Ja. Und es war zu viel. Ja. Die Marion ist gewachsen, wir sind gewachsen. Wir haben 7 Mitarbeiter in der Größenordnung. Die Marion hat 7 Mitarbeiter. Wir haben uns alles geteilt. Es war dann nachher eine Erschwernis, gemeinsam auf diesem Hof zu leben und somit haben wir dann unseren Standort quasi verlegt, ja, die Betriebsstätte. Ja. Es war super gemeinsam, wir haben Rock'n'Roll gehabt, ja, wir haben gemeinsam Getreide geerntet und super schöne Zeit gehabt. Ja. Nur hätten wir keine Rücklagen gebildet, hätten wir jetzt ein Problem gehabt. Ja. Wir haben zu Hause 40.000 Euro investieren müssen, Stadel herrichten, Kühlzelle herrichten, ja, Waschplatz einrichten. Es ist für beide Betriebe super jetzt, ja. Jetzt hat jeder seine Ruhe, wir arbeiten noch immer zusammen. Wir machen Kaufgemeinschaften, auch mit einem Betrieb aus Füllersdorf. In meinem Dorf, 100 Einwohner, gibt es einen zweiten Gemüsebaubetrieb, die Beetwirtschaft, ja, Konkurrenz. Und wir besorgen Jungpflanzen gemeinsam, Marion, Jürgen und ich, ja, wir teilen uns das auf. Ja. Wir teilen uns Maschinen gemeinsam, wir besorgen Saatgut, also Saatgut, nicht die Jungpflanzen. Wenn wir Überschüsse haben, dann geben wir sie dem Jürgen oder der Marion und genauso passiert das in dieser Symbiose halt. Ja. Ja, Markt, wenn wir seltene Gemüsesorten haben, wie Spargelsalat oder irgendetwas, es braucht eine Erklärung, es ist immer jemand von uns dabei am Markt. Ja? Das ist so wichtig, eine Flausbrot, was ein Spargelsalat oder es braucht eine Beschreibung. In den Einkaufsregalen würde das verhungern, ja? Also so Raritäten. Ich bin auch ein Sorten-Junkie wie die Uli, ja? Also ihre, wenn ich ein Saatgut anschaue, suche, dann komme ich auf Johnnys Seite, ja, oder sehe ich Radicchio-Sorten und auf einmal ist eine halbe Stunde und das ist gefährlich. Ja. Also, diese Abhängigkeit ist enorm. Ja. Aber mir ist es wichtig, diese Vielfalt. Wir bauen von jedem Gemüseart, sei es Karotte, Zwiebel, immer 7, 8 Sorten. Sellerie, 8 Sorten. Ja. Stangensellerie. Das bauen wir immer verschiedene Sorten an, weil mir das so wichtig ist, weil die sich im Geschmack so unterschiedlich sind. Ja. Wir haben Sellerie, das ist die Gastronomie, das sind die, da ganz rechts, der Heinz Reitbauer, ganz
wichtiger Mensch für uns, fürs Land. Ja. Dann der Paul Iwitsch, dann der Klaus Buttenhauser, eine Mitbewerberin, die Elfe Bach, ich dahinter, der Johann Reisinger, dieser verrückte Kochlehrer. Dann der Flo in Langenlebern, ja, und das sind ein Verein, dieser Kochcampus, und das sind wirklich gute Köche, und denen ist es auch wichtig, die Produzenten, diese Zusammenarbeit. Ja. Also ich habe einen guten Zugang zu diesem Netzwerk. Ich bekomme immer wieder Anfragen, wenn irgendwie, ich mag das teilen, ja, ich mag nichts mehr dazu nehmen an Gastronomen, aber ich will, dass die nicht verloren gehen. Also wir müssen da irgendwie was schaffen, quasi, dass auch die Nachfolger oder die Interessenten irgendwie vielleicht die Möglichkeit haben, ein Absatzzweig aufzubauen. Ja. Ja, was machen wir mit dieser Vielfalt? Selleriesorten. Ich baue diese 8 verschiedenen Selleriesorten an. Dann fahre ich nach der Tagesarbeit, wenn die schwarze Luft kommt, fahre ich zum Johann in die Küche, in die Schule. Wir zerlegen diese Sellerie, die einzelnen, diese 8 Sorten, Baldea, Monarch, Saxa, wie sie alle heißen, Ibis, ja, und verkosten diese mal. Ja. Und dann gehen wir da hinein, wir bereiten sie unterschiedlich zu. Wir verkosten die ganze Pflanze von der Wurzel bis zur Blattspitze, ja. Und da haben wir Erfahrungen machen dürfen, das ist sensationell, ja. Du hast, die gehört eigentlich so aufgeteilt, das Gemüse, zum Beispiel der Sellerie, wie ein Lungenbraten, es gelernt wird in der Ausbildung als Fleisch, ja. Da gibt es Filet Mignon, Filet Tourneau, ja. Und genauso ist der Geschmack so unterschiedlich, ja. Du hast zum Beispiel bei der Wurzel hast du sehr intensive so Macadamia-Aromen, ja, Nuss, ja. Dann hast du beim Wurzelansatz hast du wieder so Artischocken-Aromen, ja. Gehst du hinauf in das Herzstück von dem Sellerie, hast du Hühnerfleisch, ganz cremig, ganz weich, ja. Dann hast du wieder intensiv das Stiel, der Blatt, und wir haben das präsentiert, der Johann und ich, vor diesen Spitzenköchen im Land, ja. Und das war ein Aha-Erlebnis, ja. Und das ist halt meine Spinnerei mit dem Johann gemeinsam, ja, und das machen wir mit Sellerie. Also Empfehlung, das Ergebnis Sellerie war Monarch und Baldea, die Sorte, das war die beste Sorte. Und beim Stangensellerie war es Tal Uta und Victoria von Beaumont. Ja. Wir haben uns auch rotstielige Stangensellerie angeschaut und weiße. Ja, und da gibt es noch viel Arbeit. Und wir arbeiten daran, einen Gemüsesommelier zu kreieren, ja, dass da quasi der Gast, ja, dass man das beschreiben kann, ja, die Unterschiede, den Geschmack. Ja. Es wird auf die Speisekarte der Sortenname geschrieben, bei gewissen Lokalen, wer ist der Produzent dahinter. Und es ist so eine Wertschätzung von den Kollegen und Freunden, den Köchen, ja, das ist für mich eine Motivationsspritze. Also ich bin erledigt, wir arbeiten dafür, und dann fahre ich auftanken am Dienstag immer nach Wien, und die kommt zurück und habe schon wieder Ideen und die Energie, der Tank ist voll. Ja. Aber wir müssen aufpassen auf die Gesundheit, das ist ein Punkt. Ja. Warum Planung? Noch so ein Jahr, wir sitzen wieder im Büro, das haben wir eh. Wir haben 2 Tonnen Karotten in diesem Jahr in den Keller getragen, nicht gelüftet, Lehmkeller, zum Fäulen begonnen, die Karotten kompostieren wieder hinauf. Dran, ja. Das ist ein Wahnsinn. Ja. Darf nicht passieren. Ja. Dann haben wir begonnen Ernteaufzeichnungen mit Excel quasi. Wir haben alles in Excel erfasst, die ganzen Beete, wir haben das eingetragen, quasi Aussaatdatum, Keimdatum, Saatgutverbrauch, Erntebeginn, Erntedauer, wie viel Stück, das haben wir alles aufgezeichnet im Excel halt. Ja. Erfassen der Verkaufsmengen am Markt, da hat uns die liebe Margit Lamm dazu geholfen, auch mit einem Kassasystem, die hat das nach Borau gebracht. Ja. Also wir haben am Anfang, am Markt war nicht viel los, ja, alleine auf einem Tisch, und das ist immer mehr geworden, der Absatz, ja, dann haben wir die Preisliste gehabt, ein Kilo, ausrechnen, wie viel Kilo Preis, multipliziert, zusammenrechnen, händisch, geht nicht mehr. Ja. Wir haben eine Kasse angeschafft, wo wir quasi PLU-Nummern hinterlegt haben, und da drückst du quasi dann quasi auf die PLU-Nummer, und da ist der Preis hinterlegt, Gewicht drauf, und der Kunde bekommt auch einen Beleg dafür. Ja. Ich kann diese Daten, einen Tagesabschluss machen, kann diese Daten auch auswerten. Ja. Ich weiß, wie viele Kunden habe ich gehabt. Wir haben jetzt 300 Kunden, der Markt hat offen von 7 bis 1. Wir wickeln alle Minuten einen Kunden ab. Wir haben mittlerweile 3 Kassen und wir sind am Limit. Ja. Also, mehr geht nicht, aber es ist wichtig, diese Aufzeichnungen, das mache ich halt mit einer Registrierkasse. Ja. Gastroverkaufsmengen wissen wir auch genau, wie viel haben wir verkauft, zu welchem Monat, wie viel Kilo Karotten, wie viel Salat, das haben wir alles aufgezeichnet. Und diese Daten brauche ich dann für meinen Anbauplan. Ja. Ich mache das gezielt, ich baue nicht immer so einfach drauf los, wie viel Saatgut noch da ist, sondern ich weiß genau, wie viel Saatgut ich bestellen muss, dass ich auf diese Mengen komme und zu welcher Zeit durch diese Aufzeichnungen. Ja. Und
Das ist der Moment, wo wir quasi dann in das Tent jetzt einsteigen. Ja. Was schauen wir uns an in dem Programm? Das ist German-English, also Deutsch-English, sagt die Uli. Ja. Ich habe dadurch besser Englisch gelernt, das hilft mir, ja. Man muss sich nur trauen. Ja. Locations, Cropland, Tasks und Reportings schauen wir uns an. Ja. Also das ist unsere Anbaufläche. Quasi, das funktioniert, da kann man leicht Add Locations, da kann man dann hergehen und sagen, ein Feld kann man dann erstellen quasi. Yes. Und da kannst du dann angeben quasi, wie lang sind die Beete, wie viele Beete möchtest du haben, mit was bewirtschaftest du die Beete, mit einem Traktor oder mit einem Einachser. 75 cm haben wir, dann haben wir 40 cm Gehweg dazwischen. Und so erstelle ich mir quasi diese Parzellen von meinen Flächen. Ja. Wir haben unterschiedliche Flächen, die haben, sind alle benannt, ja, diese Parzelle. Also das sind 25 Meter Länge haben unsere Beete und 20 Meter Breite. Ja. Ich habe deswegen 25 Meter gewählt, weil ich die ganzen Fliese, Kulturschutznetze, Mulchfolien teilen kann. Ja. Also die sind meistens in 100 Meter verfügbar und deswegen war meine Wahl, dass wir das auf 25 Meter machen. Ja. Wir haben, glaube ich, über 230 Dauerbeete. Dann haben wir diese zwei Foliengewächshäuser. Dann jeder Platz wird genutzt. Ja. Also dadurch, dass wir jetzt auf einen Hektar reduziert haben, die Fläche gehört noch der Marion, weil wir wollen uns noch immer sehen und da begegnen wir uns heute am Acker unten. Ja. Und so erstellt man quasi in dem Tent quasi die Flächen. Ja. Und zuteilen zu diesen Flächen kann man dann die diversen Gemüsen. Ja. Wir haben die 80 verschiedenen Gemüsearten und ca. 300-400 Sorten. Und Tent bringt aber schon von Haus aus eine Vielfalt von vielen Kulturen mit. Ja. Also das sind nicht nur Gemüse, da gibt es auch Beerensträucher, Bäume, Blumen, was auch immer. Ja. Und da sind auch schon Daten hinterlegt bei diesen Kulturen. Ja. Und das sind, hier werden nur meine Kulturen angezeigt, die wir quasi bei uns im Betrieb haben. Ja. Dann gehen wir mal kurz hinein, dann zeige ich euch diese Liste, was Tent anbietet. Ich habe leider, weil es kommt dann nach mir, der Urs Maug, ja, das ist leider später entstanden. Ja. Sonst hätte ich die Wahl für Europa gewählt. Ja. Also da haben wir Beeren, dann haben wir Cover Crops, ja, unterschiedlichste. Dann haben wir Blumen, ja, und eine Vielfalt an Kräutern und Gemüsen. Das ist enorm, was da alles schon mitgegeben wird in diesem Package. Und da sind auch schon Daten hinterlegt, wo Erfahrung gesammelt wurde. Ja. Dann kann ich zu... Das kann ich noch eine neue Gemüseart auswählen, zum Beispiel Spargel oder verschiedenes. Also jetzt gehe ich weiter quasi und da habe ich dann meine Gemüsearten. Da habe ich die Kräuter und ich will euch mal zeigen, zum Beispiel, was haben wir da, Beans. Ja. Da gehe ich da hinein und da gibt es schon, also nur die Golden. Oder nein, da eine neue Kultur hinzufügen und da sehen wir jetzt quasi, wie viele... Achso, das sind Kichererbsen. Na gut, schau. Dann gehen wir woanders hinein, gehen wir da rein. Ich will nur zeigen, dass auch noch viel verschiedene Sorten zur Auswahl stehen. Ja? Also das ist ein Wahnsinn. Ja? Weil es ist ja jede Sorte anders auch. Ja? Also im Ertrag, im Wuchs, in der Kulturdauer. Ja. Das ist einmal die Grundlage, dass man dann den Anbauplan erstellen kann. Ja? Anbauplan erstellt man dann so. Da gehst du da hinein. Sagst Crop List. Na, ich will euch sagen, schau, Add Planting, sagt neue Kultur, New Planting, ja. Und da kann ich mir aussuchen, die Sorte, welche erstellt werden soll. Und so wie wir vorher gehört haben im vorigen Vortrag quasi, ich brauche alle 14 Tage einen Satz, da kann ich mir hier aussuchen, ich will 3 Sätze machen zum Beispiel, mit einem Abstand von 14 Tagen, ja. Und das wird dann quasi erstellt, ja. Da haben wir drinnen, ich baue den Rucola mit der Sempner, mit der K4, mit der viereiigen Handsehmaschine. Das bauen wir ziemlich dicht und Saatabstand ist ca. 2 cm. Ja. Ist direkt gesät, ich ernte das als Babyleaf, außer Datum ist meistens 21.02. Kulturdauer 25 Tage. Erster Erntebeginn ist quasi 17.03. und die Erntedauer ist 14 Tage. Ja. Was haben wir dann noch? Selektierter, da kann ich auswählen, mit welcher Sämaschine ich das anbaue. Ja.
So, wir nutzen die Chang P1, ja, das ist die gelbe Seemaschine, wo ich sehr gute Erfahrung damit habe, weil die leicht handlich ist und ja, und da kann ich dann aussuchen, welche Walze. Da gibt es verschiedene Walzen mit den Löchern, da gibt es 12 Löcher, 24 Löcher und auch für die Einzelkornablage gibt es verschiedene Übersetzungsräder, die ich hier auswähle. Ja. Das dient für mich dann dazu, dass ich beim nächsten Anbau quasi, okay, wie habe ich das angebaut, schaue ich nach auf meinem Handy oder auf meinem Tablet am Feld quasi, wie habe ich das gemacht damals. Ja. Es wird auch die Amis rechnen das anders, die haben nicht das 1000 Korngewicht, sondern die haben das Stück auf, wie viel Samen hat ein Gramm. Ja. Das wird hier erfasst, dann kann ich mir aussuchen, in welche Einheit wird das quasi, das, also die metrischen Daten ist auf Europa eingerichtet. Ja. Kilo, Pfund, Stück, was auch immer. Ja. Das ist mein Ertrag vom Laufmeter und das ist der Kilopreis quasi. Ja. Und wenn ich hier zum Beispiel eingebe, ich will 25 Betmeter, sagen wir Enter, dann haben wir hier oben schon die geschätzte Menge vom Ertrag und auch den Ertrag, was wir erwirtschaften könnten. Ja. Das ist ein Plan. Ja. In der Realität schaut es dann anders aus. Ja. Ja, das heißt, das haben wir beim Cropland, so erstelle ich quasi eine Kultur, die ich quasi brauche. Ne? Ich kann das selektieren nach Kulturnamen, ja, nach der Pflanzenfamilie zum Beispiel, wann ich sie im Gewächshaus aussehen möchte. Wir kaufen Jungpflanzen zu, wir haben das ausprobiert, aber wir haben die Struktur nicht dafür. Also wir bestellen alles beim Lerchenhof gemeint. Also der kriegt von uns eine Liste am Jahresanfang, was wir wann brauchen. Und das ist eine super Zusammenarbeit auch, weil du musst mal jemanden finden, der die Vielfalt stückweise anbaut. Ja. Das ist ein Wahnsinn, was der Reinhard da schafft. Ja. Wann ist das Pflanzdatum? Zum Beispiel, wir brauchen mehr Struktur bei uns, wir haben vor, ab heuer quasi wöchentlich ein Meeting zu machen mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Also da gibt es die verschiedensten Sortierfunktionen, ja. Vielleicht komme ich nachher. Was aber wichtig ist eigentlich, das First Harvest Date, jetzt ruft mich der Koch an und sagt, Robert, was haben wir denn im April zum Beispiel im Sortiment, was kannst du uns anbieten? Ja? Da gehen wir da hinein im April, ja, da haben wir mal den 1. April, 2. April oder die Aprilwochen, ja. Und da sehe ich, wenn ich es rechtzeitig angebaut habe, 1. April haben wir Spargelsalat. Wir haben Spargelsalat zum Beispiel. Wir haben Anbaudatum 18.02., die haben wir eh schon gepflanzt. Erntebeginn ist der 1.04. Die Dauer, wann es am Beet steht, bis zur Ernte sind 43 Tage. Das ist das da, also 43 Tage, ja, und verfügbar ist der Spargelsalat laut Erfahrung von den letzten Jahren bis zum 22.04., ja. Und ich sehe auch links oben Blending Location, wo habe ich es angebaut, auf welcher Seite im Folientunnel, Beet 1, ja. Und das ist der erste Satz Blending von 11, ja. Das ist einmal das eine. Und ich kann auch die Stückzahl ad hoc sagen, wenn ich dann mit dem Koch telefoniere oder... Wir machen das halt auf Bestellung, ja, mit den Köchen gemeinsam. Das kann man sich anpassen, diese Ansicht. Da kann man sagen, okay, da ist jetzt alles angezeigt. Ich will aber nur die Erntemenge. Das heißt, wir haben da 430 Stück zur Verfügung und beim zweiten Satz 191, ja. Wir haben dann aber noch einen zweiten Satz auch noch geplant. Ja. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, wo ich das übersichtlich, wenn ich die Planung dann mache, dann tue ich mir andere Sachen hier anzeigen lassen. Ja. Dann kann ich mir das Gesamtgewicht, was ich, das tut mir gleich zusammenrechnen, oder wie viel Beete kann man sich anzeigen lassen, der Verkaufspreis, was die geschätzte, die geplante Ernte. Ja. Also so kann ich mir das dann habe die Möglichkeiten, hier die verschiedensten Auswahlen. Ja. Da kann ich mir anzeigen lassen, welche Kulturen sind noch nicht zugewiesen auf den Beeten. Zu dem kommen wir später nochmal.
dann gehen wir da nochmal eine. Dann ich kann auch hierher gehen und sagen, zum Beispiel, ich möchte noch einen Satz planen. Dann mache ich einen Duplicate, ja, einen Quick-Duplicate, das heißt, so wie es ist, tut man es jetzt kopieren. Ich kann auch mehrere Kulturen quasi gleich kopieren, ich kann auch ein ganzes Jahr kopieren. Ja. Wenn der Amba-Plan funktioniert hat von 2018, nehme ich mir den auf 2019 hinüber, ja, und kontrolliere mir das dann nur durch. Ja. Und da haben wir dann zum Beispiel Crop Name, da mag ich was zeigen beim Rucola, da haben wir die Möglichkeit Stapelverarbeitung, sagt man dazu. Hier habe ich kein Gewicht hinterlegt, ja, also kein Gewichtpreis, ja. Was verlangt ihr für einen Rucola? 18 Euro, ist das gut, oder? 20, ja. Stapelverarbeitung, also heißt, ich muss hier einen Wert eingeben, ja. Ich könnte jetzt hineingehen, jede Kultur einzeln, oder ich klicke alle an, ja. Dann sage ich Bulk Edit und da kann ich verschiedene Sachen diesen drei zuweisen. Ja? Jetzt haben wir zum Beispiel, ich kann die Sorte ändern, ich kann das Feld zuweisen, ich kann das Pflanzdatum ändern, ich kann, wenn ich sage, okay, ich will in der Reihe den Platz ändern, ja, wie viele Beete mag ich anbauen. Wir haben aber jetzt zum Ändern quasi den Harvest oder Sale, ja, Average Sale. Da haben wir gesagt 18 Euro pro Kilo. Ah ja, wir haben erhöht, ja. Sehr gut. Da wird sich die Claudia gefreuen. Na, die Claudia hält das zusammen. Also wir sind ein gutes Team, das ist viel wert. Familienbetrieb, aber wir haben uns, also der Vorteil vom Familienbetrieb ist kurz abweichen, wir haben uns dann kennengelernt. Ja. Jeder ist seinen Job nachgegangen, die Kinder großgezogen, du gehst um 8 aus dem Haus und kommst um 7 ins Haus, kochst was, gehst schlafen. Ja. Und jetzt dürfen wir gemeinsam jeden Tag leben, ja, unter freiem Himmel. Deswegen Planung, ja. Und es funktioniert wunderbar. Jeder hat seine Stärken in unserer Familie, Schwächen habe ich nicht. Ja. Was ich euch zeigen möchte, das ist neu hinzugekommen heuer, das ist quasi die Locations, da kann ich mir anschauen, welche Kulturen sind wo zugewiesen auf den verschiedenen Parzellen, ja. Schauen wir mal 2019, da muss man wieder schämen, weil wir haben viele Leerflächen. Der Elliot Coleman würde sagen, das sind lauter kleine Farmen dazwischen, ja, weil es uns geschleudert hat mit 2 Hektar, 1 Hektar, das war zu viel. Im Mai Regen, Plan ist Plan, ja, aber in der Wirklichkeit schaut es dann anders aus, ja, und der Mai war verregnet, ja, ist ja nicht ausgegangen. Auf jeden Fall habe ich hier eine Übersicht, wie nutze ich die Flächen eigentlich, ja. Und ich kann, um das optimal anzupassen, quasi muss ich halt schauen, okay, dann kann ich das nach vorverlegen zum Beispiel, ja, dass da kein Fenster dazwischen ist, ja, oder ich baue eine Begrünung an. Ja. Und wenn wir da jetzt auf 2020 hineingehen, dann zeige ich euch, wie man das zuweist. Einfach einen Klick drauf, auf diese Kultur, dann gehst du da hinein und ist schon angebaut. Ja. Schön. Schön wär's. Und da kann man auch Informationen quasi, das ist zugewiesen, der Broadwiese heißt die Fläche, die Parzelle 4. Und dann kann ich hier hineingehen wegen der Fruchtfolge, weil das ist ja auch wichtig. Ja. Dann habe ich hier die Information, ich baue hier ein Brassica, ist der Asiasalat, glaube ich. Ne. Und da sehe ich, welche Kulturen hatte ich davor angebaut, ja, dass ich die Fruchtfolge auch einhalten kann. Ja. Ja. Also ich mag das schon berücksichtigen, so gut es geht, dass ich mir da keine Krankheiten hineinhole. Ja. Und dieses Fenster habt ihr eh auch schon vorher kennengelernt mit den Eckdaten. Ja. Ich werde es wieder anassignen. Aber das ist einfach so verschiebbar. Verschieben geht so. Ich muss das anassignen. So lässt es sich nicht verschieben. Ne. Wäre schön. Ich kann das nur so machen. Was war das jetzt da? Nein, ich muss dann da hineingehen quasi und das Datum ändern. Ja. Kann man vielleicht besser machen, Urs. Können wir besser machen, Urs?
okay, ich setze jetzt daher, das sagt einmal die Fläche, das wird sich nicht ganz ausgehen, dann gehe ich da hinein und kann ich hier dann das Datum quasi ändern, ja? Ja, wäre vielleicht einfacher, wenn mit Klicken und Verschieben wäre vielleicht funktioneller. Das heißt, da sind wir drinnen quasi, wo man die Kultur dann der Fläche zuweist. Ja? Und hier werden angezeigt alle Kulturen, die noch nicht zugewiesen sind. Ja? Das heißt, ich schwimme, ja? Sagt man in der Gastronomie, wenn man im Stress ist und hinten noch ist. Ja? Aber es wird schon. Das nutzen wir halt nicht. Ja? Da gibt es eine Funktion mit Greenhouse, wann ich was auszusehen habe. Ja? Also gibt es eine eigene, das ist dann quasi vor der Pflanzung, die 3 Wochen, kann ich hier auch noch hinterlegen. Ja? So. Was mir ein Anliegen ist, da gehen wir hinein unter Karotten zum Beispiel. Also jetzt zeige ich, wie ich hineingehe, wenn ich dann quasi die Karotten plane. Ja. Ich weiß in meiner Excel-Liste, ich brauche 300 Kilo im Juni, 300 Kilo im Juli. Hier habe ich eine Übersicht vom Karottenanbau quasi. Alle Karotten, ja. Also wir haben 3700 Laufmeter. Das sind in Stücke, kann man das aussuchen. Das kann ich dann zuweisen beim Erstellen der Pflanze. Die ersten Sätze haben wir immer Stückware und dann ab der letzten Ernte haben wir dann quasi die Kiloware hinterlegt. Ja. Dann haben wir 4,82 Stück pro Laufmeter, das stimmt nicht ganz. Ja. Aber was ich euch zeigen möchte, weil wir da einen Vortrag gehabt haben gestern vom Kilopreis, eine Tonne, 9 Euro, das ist ein Wahnsinn. Die Armen. Also wir haben jetzt im Folientunnel 15. August Aussaat mit der vierreihigen Sempner K4, 75er Beet, dreimal hin und her, das sind 12 Reihen, 27 Quadratmeter, ja, und da war es uns möglich, dass wir 1000 Euro ernten dort, ja, auf 27 Quadratmeter, ja. Also das ist ja das Spannende bei uns, was wir da wirklich erwirtschaften können. Ja. Und das liegt auch in unserer Verantwortung, dass wir betriebswirtschaftlich arbeiten. Ja. Dass wir eben uns am Leben halten können, die Angestellten. Ja, wir bewerkstelligen das ganze Krautwerk, das mag ich auch noch sagen. Wir haben 100 Stunden in der Woche, die wir brauchen. Davon sind 2 am Markt mit jeweils 20 Stunden. Dann haben wir eine Vollzeitarbeitskraft am Feld und 3 Teilzeitarbeitskräfte mit 20, 30 Stunden. Ja. Die können wir mittlerweile alle anmelden. Ja. Das trägt der Betrieb. Ja. Also früher waren wir da in einem Graubereich, weil es einfach nicht gegangen ist am Anfang. Ja. Aber es ist auch eine Sicherheit, dass ich da keine Probleme kriege. So, was auch wichtig ist, quasi die History von der jeweiligen Kultur. Ich kann das immer quasi am Feld, wenn ich gehe, wenn ich so eine Ackerrunde mache, ja, dann habe ich das, die Möglichkeit, dass ich dieses Tent auch am Tablet nutze. Und da kann ich mir immer Notizen machen zu der jeweiligen Kultur, bei welchem Beet ich bin und kann dann ein Foto hinterlegen. Ich kann Eintragungen machen, wie viel Saatgut habe ich verbraucht für diese Aussaat, ich tue das immer abwiegen. Ja. Nach jeder Überfahrt wiege ich, wie viel Saatgut habe ich verbraucht. Ja. Ich weiß, für 25 Meter brauche ich 30 Gramm von Spinat. Ja. Und wenn da nur 10er sind, dann fahre ich nochmal drüber. Ja. Und da kann ich immer nachschauen, quasi dann auch von den Notizen, die ich mir mache. Ja. Hier oben wird angezeigt zum Beispiel, was da zurzeit geplant ist. Ja, das sind 264.000 Euro sind geplant, was die Flächen hergeben. Das sind ca. 1,1 Hektar. Ausgaben habe ich dabei eingetragen, 243, da trage ich mir ein Kompost zum Beispiel, Saatgut tragen wir da ein. Ja. Also wenn ich mal eine Kostenrechnung machen möchte, dann habe ich die Möglichkeit, das nachher auszuwerten. Ja. Wir haben Stundensätze hinterlegt bei jedem Mitarbeiter. Da habe ich zum Beispiel 15 Euro Stundensatz. Ja. Und ich kann nachher, wenn ich auf einem Beet gearbeitet habe, mit dem Smartphone quasi sagen, okay, eine Stunde fällt auf diese Kultur, auf dieses Beet an. Ja. Dann habe ich einen Kompost ausgebracht, 5 Scheibtruchen, kostet mich die Scheibtruhe 5 Euro oder was auch immer, das habe ich auch hinterlegt. Ja. Und nachher könnte ich eine Kostenrechnung machen, wenn ich mal eine Kultur durchkalkulieren möchte. Ja. Das werden wir irgendwann einmal machen,
das heurige Ziel war eigentlich nur mal die Erntemengen zu erfassen. Ja. Das war der erste Step, was wir uns vorgenommen haben mit dem Tent. Ja. Was haben wir da? Ah, die haben wir mit Paperpot gepflanzt. Ja. Das ist quasi so eine Notiz, die wir da machen. Ja. Da habe ich im Foliengewächshaus, Folientunnel, rechte Seite, Beet 1, Beet 2, habe ich damals mit dem Paperpot gepflanzt, 20 Tassen, sind 9 Reihen, habe ich dafür gebraucht. Da tue ich mir leichter bei Jungpflanzen bestellen für die Zukunft, wie viel geht sich aus einer so einer Tasse Paperpot. Ja, das haben wir heuer ausprobiert, damit ich dann genauer bestellen kann auch. Ja. Hier haben wir dann quasi auf der rechten Seite bei jeder Kultur, die wir haben, das Field Planting Date, ja, wird es auch angezeigt, wann das zum Ernten ist und die letzte Ernte. Ja. Ich habe auch hier zum Beispiel die Möglichkeit, Finish Planting abzuschließen, wann der letzte Erntetag war, ja, von dieser jeweiligen Kultur. Dann kann ich keine Ernte mehr zu der Kultur hinzufügen. Ja. Dann habe ich eine Timeline, das ist quasi ein Protokoll, was bei dieser Kultur alles, die Bewegungen, was da waren. Ja. Da könnte ich dann im Winter, wenn ich einen Anbauplan mache, kann ich mir das dann anschauen lassen zum Beispiel. Ja. 39 Tage wurde geändert auf 65 Tage von der Keimung. Und na, schön. Was heißt das, Maturi? Ernte, ja. Also das Erntefenster verlängert quasi. Ne? Na? Ah, die Wachstumsdauer, okay. Ja. So halten wir zusammen. Da habe ich 5 Kilo geerntet. Die Ernteaufzeichnung mache ich mit dem. Geht das auch? Ja. Ernteaufzeichnung mache ich mit dem Smartphone. Das ist genau so, schaut es dann aus am Smartphone, nur ein bisschen abgespecktere Version. Ja. Das ist sehr benutzerfreundlich und geht einfach. Ja. Da geht man dann daher unten quasi, drückt man auf das Plus. So, hier habe ich verschiedene Kurzwahltasten. Ja. Da kann ich die Ausgaben zuweisen, dann habe ich Ernte, dann habe ich eine Ernteliste, kann ich erstellen. Es wird mir angezeigt, durch das, wie ich das zugeteilt habe, das Erntefenster, wenn ich da draufklicke, werden mir alle Kulturen angezeigt, die verfügbar sind. Und somit kann ich dann quasi eine Ernteliste erstellen und kann die auch dann einen Mitarbeiter senden, dass der das am Smartphone hat. Ja, da hast du nettes mit Papier, nass oder was auch immer. Ja. Ich kann Notizen machen bei jeder Kultur. Ich kann neue Ernte anlegen quasi. Das mache ich dann, wenn ich anbaue, am Feld stehe, dann noch sage ich New Planting. Was ich euch zeigen wollte, ist die Yield. Ja, das geht ganz einfach. Ich habe hier alle meine Kulturen, die wir vorher angezeigt haben, hier aufgelistet. Ja, kann hier alphabetisch schneller dorthin kommen. Sage ich zum Beispiel, was haben wir da? Pak Choi, ja. Dann gehe ich in die Kultur hinein, dann kann ich das Datum aussuchen, wann ich geerntet habe. Ich kann die Menge hier eingeben und dann habe ich die Möglichkeit, was wir uns angelegt haben, dem jeweiligen Kunden zuweisen, ja, den Gastronomen oder ist es für den Markt. Ja. Und dann kann ich am Ende der Saison eine Auswertung machen, wie viel hat der jeweilige Kunde bekommen von dem Gemüse. Ja. Somit ersparen uns quasi im Excel die Ernteaufzeichnungen. Ja. Was haben wir doch noch? Ein wichtiger Punkt, das sind diese Tasks. Ja. Die haben wir auch hier im Anbauplan drinnen. Jetzt ist es ziemlich komplex. Das haben wir da oben, dann gehen wir da hinein. Das ist quasi nur jetzt die Kultur Spinat, alle Tasks, die dazu gewiesen sind. Ja. Da sind die Tasks, Entschuldigung. So. Das sind quasi die Aufgaben, die ich verteilen kann. Ja. Ich kann mir hier anzeigen lassen, was wir zum Beispiel diese Woche zu tun haben. Ja. Das ist für die ganze Saison eingeteilt. Wir schauen uns diese Woche jetzt an, die kommende. Ich kann mir das in den Kalender anzeigen lassen oder auch in einer Liste. Ja. Hier habe ich Beetvorbereitungen quasi mit der Kreislecke. Ja. Das habe ich mir erstellt. Und wenn ich da draufklicke jetzt auf die Kreislecke, dann ist das für den Spargelsalat, für die Pflanzung war das am 10.02. Ja. Ich habe hier die Möglichkeit, die Arbeitszeit hinzuzufügen, für wie lange ich für diese Fläche gebraucht habe. Ich kann es hier den Mitarbeiter zuweisen und das Datum, wann das passiert ist. Ja. Und ich habe hier Vorlagen, Hackgänge zum Beispiel, das habe ich mir 2019
erstellt, aber das war Irrsinn, weil ich habe nur mehr lauter Tasks gehabt, ich habe alles geplant gehabt und das war Chaos. Ja. Ich habe das jetzt nur mehr gemacht auf die Karotte. Das wollte ich euch zeigen, entschuldigen. Also ich kann mir einen Task, ist quasi eine Aufgabe, und ich kann mir hier Vorlagen erstellen für diese Aufgaben. Ja. Und ich habe heuer geplant, quasi, dass wir 7 Tage vor der Aussaat ein falsches Saatbeet machen. Dann wird das eingegossen, kommt ein Vlies drüber und dann wird ausgesät nach diesen 7 Tagen und 5 Tage danach wird geflammt. Ja. Wir pflanzen noch eine Zeigerpflanze dazu, eine rote Rübe, oder bei der roten Rübe sind es die Radieschen eben. Ja. Und wenn diese keimt, dann kann ich noch einmal mit dem Flammgerät drüber gehen. Ja. Und da gibt es dieses Template Karotte. Und ich gehe in die Croplist, gehe hinein unter Carrots und weise dann dieser Kultur. Chuck, chuck, dann machen wir so Stapelverarbeitung wieder. Können wir das Template zuweisen? Das kann ich über alle Karotten machen. Ja? Das heißt, es sollte mir das nicht mehr passieren, dass wir Probleme mit der Karotte haben, wenn ich das schaffe. Ja? Aber ich bekomme zumindest eine Erinnerung auf meinem Handheld-Smartphone, quasi, dass jetzt das Saatbeet zum Vorbereiten wäre. Ja? Da haben wir diese Vorlage, die wir vorgesehen haben, unter Templates, das ist die Karotte. Ja? Und das ist quasi zugewiesen. Und wenn ich da jetzt hineingehe, sehe ich, dass auf der rechten Seite quasi diese Zuweisung, ja, das sind Tasks, die mir dann auf dem Smartphone oder auf dem Tablet quasi angezeigt werden. Ja. Dann habe ich eine tägliche Ansicht, wenn ich das öffne am Tablet quasi, und da sehe ich meine To-Dos auf einmal. Ja. Ich kann diese auch verschieben, ich kann sie jemandem zuweisen und ich weiß, am Wochenanfang, ich kann mir das am Tablet anzeigen lassen, was ich diese Woche alles zu tun, und kann mich dann auch dadurch planen. Ja. Dann gehen wir noch in die Funktion Reports, quasi das, was ich alles erstellt habe, den Plan. Ja. Ich kann mir hier einen Graphen anzeigen lassen. Ja. Das zeigt mir an, quasi, wie viel ich von den Flächen in Verwendung habe. Ja. Ich habe das heuer das erste Mal gesehen, vor allem mir gedacht, vorleibend 100%, aber es ist quasi eine Überplanung der Fläche. Ja. Das zeigt mir an, quasi, ich habe hier, sind es 389 Beetmeter, sind überplant. Ja. Dann habe ich die Möglichkeit, dass ich hier hineinklicke und da werden mir alle Kulturen angezeigt, die in diesem Zeitraum geplant sind für diese Fläche. Und dann kann ich mir überlegen, okay, was lasse ich weg davon, ja. Oder ich kann mir auch die Einnahmen anzeigen lassen. Ja. Da wird sich gleich jemand freuen, weil wir haben, quasi man beachtet diesen Balken hier. Ja. Da haben wir kein Wintergemüse angebaut. Ja. Dann haben wir hier Wintergemüse angebaut, aber die Ernte 2020 ist gewaltig, ja, für uns. Ist gewachsen, ja. Das ist der Space, Entschuldigung. So, ach Gott. Hier ist es angestiegen und fürs nächste Jahr, was geplant ist, quasi, schaut das dann so aus, ja. Das heißt, wir haben einen Umsatz geplant von 4.000 Euro am 4.1. und das geht dann halt hinunter, ja. Das gibt es sicher noch die Möglichkeit, das auszubauen, ja. Aber so kann ich mir das anzeigen lassen. Ne? Also ich bin noch nicht ganz fertig mit meinem Anbauplan. Unter Reports kann ich quasi das auswerten. Ja? Da gibt es so viele Möglichkeiten auch von Auswertungen. Wenn ich da hineingehe, zum Beispiel 2019, wie ist das Jahr verlaufen bei der diversen Kulturen? Ja? So, da kann ich dann einen Filter setzen und sagen, okay, nach Crop mag ich das sortieren und ich möchte die Auswahl von einer gewissen Kultur haben. Ja. Weil da zeigt er mir die ganze Liste an,
Ich kann das aber auch einschränken, ja? Auf einen Satz, auf eine Kultur überhaupt, über die ganze Periode. Was habe ich geplant und was ist mir wirklich gelungen und wie viel habe ich geerntet und was hat es mir Ertrag erbracht auch. Ja? Kurz zusammengefasst, mein Eindruck von dem Programm für heuer ist quasi, den Vorteil, den ich habe, quasi wir haben eine Datensicherung, weil wenn ich Excel in auf Notebook eintrage und die Daten nicht gesichert sind, sind das gelöschte Daten. Ja? Ich habe auch die Möglichkeit, aus dem Tent selber einen Export zu machen als CSV-Datei und kann man das in einen Excel hineinholen. Ja? Das ist für mich halt wichtig auch, weil das ist schade um die Zeit, die wir da investieren und wenn das dann verloren geht. Ja? Für mich, ich habe es als bedienerfreundlich empfunden. Ja, danke. Für mich ist es strukturiert, weil es übersichtlich ist, wann ist der Aussaatzeitpunkt, wann habe ich was zu tun, wann kann ich ernten, was ist zu ernten, wie viel habe ich da ernten können. Das kostet $400 pro Jahr. Ich hätte die Möglichkeit, besser die Platznutzung zu machen, kann da aus der Fläche dann effektiver was erwirtschaften. Die genaueren Erntemengen sind für mich ersichtlich. Die Kulturdauer ist für mich ersichtlich und ich habe die Möglichkeit mit einer Notizfunktion. Und das alles quasi, wenn ich es einstecken habe, am Acker, auf Handy oder auf Tablet nutzbar. Und die Planung mache ich halt am PC zu Hause. Was wir machen immer, wenn ich den Anbauplan mache, Entschuldigung, wir sagen uns immer die Big Five, ja, das zählt für uns für den Betrieb, für mich fürs Leben, pro Kultur und pro Gastrokunde. Ja, da gibt es immer die Big Five und auf die muss ich schauen, damit der Betrieb erhalten wird. Ja. Also wir haben Big Five quasi, da machen wir eine Excel-Liste von den Verkaufszahlen und die sortiere ich mir dann mit der Excel-Funktion absteigend. Und da haben wir zum Beispiel Paradeiser sind bei uns die beste Kultur. Da haben wir, glaube ich, 1,2 Tonnen geerntet. Wir haben nur samenfeste Sorten und haben dann einen schönen Ertrag erwirtschaften können dadurch. Ich sage das einfach so mal in den Raum. Vielleicht ist es für euch hilfreich oder auch nicht. Aber um diese Kulturen muss ich mich halt kümmern, damit unser Betrieb erhalten bleiben kann. Ja? So wie die Uli das auch gesagt hat. Ich habe meine Spielereien, ich baue Kerbelrübe an. Ja? Da kann ich nicht so viel ernten, aber das muss ich schauen, dass der Betrieb mal halten wird mit unserem Big Five. Halt, ja. Da haben wir zum Beispiel Paradeiser, da haben wir 1,3 Tonnen. Was ein Wahnsinn ist, ist Buntware an Kräuter, was wir am Markt verkaufen. Ja, würde ich nicht da mitschreiben. Ja. Wir verkaufen 5.189 Bund am Markt, das sind 7.700 Euro. Ja. Das ist unvorstellbar. Ordentlich verschätzt. Ja. Dann haben wir als nächster quasi Salate, die gehen auch sehr gut, da haben wir 3.960 Stück verkaufen können, sind 7.500 Euro. Also so gehe ich dann den Anbauplan an quasi. Ja. Also von oben beginnend und wenn dann noch ein Platz ist auf den Feldern, dann kann ich mir aussuchen, welche ist die nächste Cash-Cow. Ja. Ich muss so wirtschaften, also ich mag ja auch an der Kerbelrübe weiterarbeiten. Ja. Es gibt keine Selektion und die muss man das auch irgendwie finanzieren, diesen Spaß. Ja. Weil die hat dann einen Quadratmeterertrag von 18 Euro. Ja. Und der Herr Wachong ist leider verstorben vom Dreschflegel und irgendwer muss das weiter übernehmen, ja. Diese Selektion von dieser Kerbelrübe. Wir haben 13 verschiedene Herkünfte an Kerbelrüben angebaut, sind zu die Köche gefahren, haben die verkostet und da war die von Wachong am besten, ja. Und das gehört irgendwie erhalten, ja. Ja. So. Robert, ja. Im Moment, deine Big Five sind auf Basis von Umsatz. Ja. Ja. Und das heißt, erwartest du, oder dass, wenn du jetzt die Arbeitszeit dazu erfasst dieses Jahr, dass deine Big Five vielleicht anders ausschauen? Ich könnte sie mir auch anders richten, die Big Five, aber die Paradeiser sind mir so ein Anliegen, auch am Markt. Ja, die Sortenvielfalt, wir haben Paradeiser, das sind so geschmackvoll, da brauchst du kein, das wisst ihr eh, ja. Und die sprechen für sich, ja. Und ich brauche so Produkte am Markt, das sind so Hingucker, ja, und das sind eben Paradeiser, dann sind es im Winter das Grün, die Vielfalt, ja, oder Physalis, oder, ja. Ja, aber
Also, das ist der Punkt, glaube ich, beim Market Gardening, ist, dass man trotzdem andere Rankings hat nach anderen Kriterien. Ja. So. Und diese Maps, den du erzählt hast, also dass ich mir das die Liebhabereien auch leisten kann, indem das ausgewogen ist. Ja. Und bei den Paradeisern haben wir auch erlebt, wir haben das zu den Gastrokunden hingeliefert und wir haben halt einen Preis von 6 Euro bei den Fleischparadeiser. Und der hat halt gesagt, du Robert, der produziert um 3 Euro, dann muss ich sagen, ja, ich gehe da nicht mit. Ja. Dann kommen wenigstens die Kunden am Markt zu einer Vielfalt an Paradeisern. Ja. Ich kann mich nicht unter dem Preis verkaufen. Ich habe Kollegen am Markt, die verkaufen Sellerie. Ich meine, mich interessieren die Preise nicht. Ja. Mir ist nur aufgefallen, eine Knolle Sellerie um 1 Euro, das ist, geht nicht. Ja. Und er sagt zu mir, Geld ist ein viel zu billig. Das sage ich, weiß ich nicht. Ja. Aber das ist unmöglich, eine Sellerie zu produzieren um 1 Euro das Kilo. Ja. Oder die Knolle, die Riesenknolle. Ja. 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 Wie machst du da deine Preisgestaltung? Also wir haben dieselben Preise wie im Markt. Also da gibt es irgendwie keinen Mengenrabatt, das gibt es nicht. Ja. Wir schauen uns die Arbeitszeit an, was brauche ich ungefähr für einen Knollenzist, für ein Kilo, wie lange ernte ich dafür. Dann schauen wir uns unseren Stundensatz an in etwa und da kommen wir halt auf einen Preis von 22 Euro. So gefühlsmäßig ist es dann. Wir haben es nie richtig durchkalkuliert, ja. Aber es ist derselbe Preis wie am Markt, ja. Also, und auch keinen Mengenrabatt oder keine Aktion, das mache ich nicht, ja. Da gebe ich es einen Kollegen weiter, der wiederum die Möglichkeit hat, auf einen anderen Markt zu bespielen. Ja? Ihr habt Sauerkäse, oder? Ja. Wir machen schon Bodenbearbeitung. Mir gefällt das No-Till-Verfahren. Wir haben eine Testphase mit Kompost. Quasi für die Karottenaussaat hat das gut funktioniert. Nur ich bin draufgekommen, ich brauche auch Wasser dazu. Wir haben kein Wasser auf unserer Hauptfläche. Wir müssen Wasser führen. Und ich glaube, das funktioniert nicht ohne Wasser, weil der Samen vertrocknet. Es ist noch eine Testphase mit No-Till-Verfahren. Mir gefällt das Verfahren aber sehr gut mit der minimalen Bodenbearbeitung. Wir haben eine Reform im Einsatz, das ist ähnlich wie die BCS. Da haben wir eine Kreiselecke. Für die Beete zum Herrichten haben wir einen Rotationspflug. Das teile ich mir mit dem Betrieb in derselben Ortschaft quasi die Maschinen. Einen Mulcher verwenden wir und Fräse eher nicht. Ja. Also mit einem Rotationspflug. Ne. Das, am Anfang des Jahres erstelle ich mir diese. Das ist bei der Reform oder BCS ist so eine Maschine, die hat so eine Spirale und die wirft quasi die Erde, zieht eine Rille und wirft sie aufs Beet hinauf. Wir arbeiten mit sehr viel Kompost, Mulch und Bodenbearbeitung ist mein Anliegen. Der Boden ist mir so ein richtiges Anliegen, da gibt es noch viel zu erforschen. Auch, ja. Mit der Radhacke. Mir gefallen auch die Hackschnitzel recht gut. Weiß ich noch nicht. Ja, ich habe eine kurze, eine Frage praktisch gesehen für den Anbauplaner. Das spricht, man braucht, wenn man mit einem Team arbeitet und man möchte jede Woche, dass jedes Teammitglied Bescheid weiß, was gepflanzt wird und auch damit umgehen kann, sprich, dann hat jeder ein Smartphone oder ein Tablet, dass er dann die Aufzeichnungen reingibt und Notizen macht, oder gibt es auch sowas, dass ihr was ausdruckt und dann für jeden, oder? Wir können es ausdrucken, ja. Wir können es auf einen Beamer werfen, wir schauen es gemeinsam auf einem Notebook an, also und auch am Smartphone, das ist Zuweise zu den jeweiligen Mitarbeitern, dann sieht er nur, wir besprechen es in der Gruppe, am Anfang der Woche ist der Plan und dann die Zuweisungen, ja, damit jeder Bescheid weiß, okay, diese Woche ausgeizen und ernten, das. Und wir schauen uns auch gemeinsam an, wie ernten wir die Kultur, wir sind immer mit am Feld, ja. Also, weil das Arbeitswirtschaftsseminar, das war genial. Kann ich nur empfehlen, bitte, was der Johannes empfohlen hat. Das ist so, bringt so viel, dass du die Blickweise bekommst, wie arbeite ich und wie kann ich es besser machen. Ja? Wir haben so viele Handgriffe,
wir stellen Kisten wohin und machen ur viele Bewegungen dazwischen. Ja? Das sind so Kleinigkeiten, da bin ich ein bisschen ein Nerd. Aber mir gefällt, das war super, das Arbeitswirtschaftsseminar. Ja, Johannes. Ja. Ja. Ich kann mir jedes Jahr exportieren und so wie wir es gesehen haben, die Cropland, die Task, die Kalendereinträge, die Locations, das exportiert man alles in eine CSV-Datei, die ich dann importieren kann in eine Excel quasi. Da muss ich schauen, dass die Formatierung dann halt auch passt, weil da setzt Tab-Stops dazwischen. Und aber ich kann es weiter nutzen, auch die letzten Jahre, und kann diese Daten dann verarbeiten auch. Ja. Importieren kann ich es nicht. Ne. Diese Schnittstelle habe ich noch nicht ausprobiert. Ich glaube, das geht auch nicht. Ja. Also nicht. Weil da musst du mit Formatieren spielen. Das ist ein Heidenaufwand. Und diese ganzen Porträts, der ganzen Kulturen, die du da jetzt erstellst, mühevoll, ja. Infos, kann man die auch exportieren? Müsste man anschauen. Die sollten auch noch für sich hinterlegt sein. Also Kultur, Dauer, Saatgutmenge. Also was zum Ausdruck nicht mehr herholen, wenn du sagst, du möchtest in einer Marktbahn. Ja. Das machen wir auch am Betrieb, wie der Johannes es gesagt hat. Wir stellen für jede Kultur ein Datenblatt. Wie gehen wir vor mit der Karotte, falsches Saatbett, Aussaat, so dass man, Familienbetrieb haben wir die Herausforderung, meine Frau, die Claudia, sagt was, wir ernten Poare, ist wie den Poare mit der Wurzel geerntet haben für die Gastronomen. Ja. Dann sagt die Claudia, nein, nicht mit der Wurzel, den Mitarbeiter, dann komme ich hin, sehe ich, okay, das will ich so nicht. Ja. Und da machen wir jetzt eine Struktur und wir machen das auch so, unsere Tochter hat den Part über mit dem Personal ab heuer, ich bespreche das mit ihr und dass es dann nicht so Ungereimtheiten gibt. Ja. Weil das ist eine Verwirrung dann noch. Ja. Eben, da stellen wir dann einen Ordner für die wichtigsten Kulturen und dann wird eine Kultur nach der anderen, kommt dann dran, die wir dann quasi beschrieben haben, wie wollen wir das Aussaatmenge, welche Walze, welche Maschine oder Unkrautmanagement, welches Gerät, wie ernten wir es. Das ist ein Plan. Ja. Die Realität schaut dann anders aus. Ja. Also. Ich würde fragen, weißt du, ob das mit der Datenschutzgrundverordnung konform ist? Sagt mir nichts. Datenschutzgrundverordnung. Also die Datenschutzgrundverordnung ist EU-weit quasi, das regelt die Speicherung von Daten. Ja. Und Handy ist halt eine amerikanische Firma und das wird auf amerikanische Server gespeichert quasi. Mhm. Ich habe einen... Ja, die Mitarbeiterdaten zum Beispiel. Ist mir, weiß ich nicht. Na wurscht, Entschuldigung. Es ist sicher ein wichtiger Punkt, aber... Ja. Mir würde interessieren, ja? Ob es offline auch funktioniert. Kann ich mit der App jetzt zum Beispiel am Ocker was eingeben und dann komme ich heim und das hochladen, oder wie funktioniert das? Die ist geplant, die Offline-Version. Es ist auch eine Version geplant, also das ist noch nicht implementiert. Es ist auch ein Online-Shop geplant, wo die Kunden quasi bestellen können, CSA oder was, Gastronomen, dass die verfügbaren Kulturen angezeigt werden, zugewiesen werden und Bestellliste erstellt werden. Also da ist noch viel, haben noch viel vor. Aber offline funktioniert es noch nicht. Und es ist auch schwierig, wenn du in einem Tal drinnen bist, wo du keine Verbindung hast. Ja. Okay, machen wir es erst. Okay. Nur eine kurze Frage zum zeitlichen Aufwand. Brauchst du da 2 Monate für die Anbauplanung? Länger heuer. Ich sollte schon lang fertig sein, aber wir haben andere Projekte noch zu Hause. Meine Frau und ich machen die Gastro jetzt selber. Das Wintergemüse hat zugenommen. Das ist viel Arbeit. Wir richten am Montag her und ich komme zu nichts. Ja, also. Okay. Aber vom Planen her im Vergleich zu Excel? Schneller, langsamer? Ich glaube schneller. Okay. Das wird sich dann einspielen über die Jahre auch, weil du schon Daten hinterlegt hast und diese weiter nutzen kannst. Ja. Ich habe Excel-Listen zu Hause, der Wahnsinn, urviel Arbeitsblätter verknüpft miteinander. Ich habe mir das alles Saatgutgewicht und Zentimeter Abstand, das haben wir alles verformelt. Super, ja, aber ich habe mich dann für das entschlossen.
Gut, ich habe eine ganz kurze Frage zum Tent selber. Ja. Hast du Erfahrungen gemacht mit, also du hast ja alles in standardisierten Beeten, oder? Also ja. Sind ja alles die gleichen Beete. Ja. Gibt es Erfahrungen mit unterschiedlichen Beeten in einzelnen Feldern? So wie zum Beispiel im Gewächshaus, wo du zum Teil unterschiedliche Beetbreiten einfach hast. Um ja, ich kann jede Parzelle, ich löse das so, indem ich eine Parzelle erstelle. Okay. Und entweder ich zeichne sie mir, mit Punkten setzen, dann die Linie ziehen. Okay. Und dann sagst du, wo soll der Beetbeginn sein, auf der längeren Seite oder auf der kürzeren. Und dann erstellt ihr diese Beete dort hinein. Und du kannst jede Parzelle extra anlegen, wie breit sollen die Wege sein oder das Beet selber. Ja. Okay. Kann ich das löse ich so, indem ich immer eine Parzelle erstelle. Und wenn das zum Beispiel wenn sich das über den Anbauzeitraum ändert? Habe ich auch schon probiert, das geht, ja. Also ich kann drei Beete dazu machen. Ja. Okay. Das habe ich heuer ausprobiert. Gut. Weil ich jeden Platz nutzen möchte. Robert, wenn ich es richtig verstanden habe, die Kulturen, die da drinnen gespeichert sind schon, die Daten, die kriegst du ja mit, oder? Die sind dabei, ja. Und kannst du noch abwandeln, oder? Ich kann mir neue erstellen. Wenn eine Sorte nicht drinnen ist, dann kann ich die anlegen. Mhm. Und wenn das irgendwie, was weiß ich, das dauert aber bei mir 2 Wochen länger, weil ich eine kältere Region habe oder so, genau. Das wird dann gespeichert und ist nächstes Jahr wieder so drinnen. Das merkt er sich für nächstes Jahr. Okay, gut. Er fragt dich, wenn du einen neuen Datensatz, also wenn du einen Datensatz kopierst, möchtest du quasi die Kultur, wie du sie erstellt hast, oder wie du sie im Laufe der Saison verändert hast? Okay. Mit der Kopierfunktion. Mhm. War das verständlich? Ja, danke. Was ich auch noch fragen würde, diese 400 Euro, da kann dann jeder Mitarbeiter sich einloggen oder ist das für alle? Okay. Ja. Es ist für mich, habe ich nicht lange darüber nachgedacht. Ja. Also, es ist uns eine große Hilfe für den Betrieb. Nein, ist egal, wie viele Mitarbeiter, so viel ich weiß. Also wir haben da noch nie. Kurz zur Zeiterfassung. Ja. Wie macht ihr das, wenn ihr guckt dann auf die Uhr, jetzt geht's los mit Pflanzen, dieses Beet, und dann sind wir fertig und dann schnell ans Handy und reintragen? Oder, also ich gehe hin zum Beet, dann habe ich quasi diese Kultur und dann mache ich mir diese Zeiterfassung. Ah nein, ich kann es im Nachhinein, am Abend kann ich es eintragen, ja. Ich kann es am Beet eintragen, eine Stunde. Ich kann es dem Beet zuweisen oder der Kultur. Oder der Parzelle überhaupt, der Location. Ja. Und da muss keine Zeit mitlaufen. Ja. Also es gibt keinen Timer dabei. Ja. Also ich trage dann nachher Beginn und Ende. Ja. Du ganz viele Tasks erstellst, hast am Anfang, und dass dann Task-Chaos entstanden ist und du jetzt nur mehr Tasks für die Karotten erstellst. Ja. Wie hat das ausgeschaut oder was ist da passiert? Nein, ich habe am Anfang des Jahres, ich habe das früher mit Zettel gemacht, einen Kalender, haben uns alles eingetragen, wann Pflanzen, also Flemmen, Pflanzen, Vlies, Hacken, ja, dritter Hackgang und so. Und das dann elektronisch quasi, habe ich das dann umgesetzt, ja. Und dann habe ich auf einmal weil da war der verregnete Mai, es ist am Feld nichts gegangen, wir haben den Folientunnel schon aufgeputzt, ja. Und der war noch nie so unkrautfrei. Und dann sind die ganzen Tasks drinnen gestanden und das waren urvolle Tasks und ich habe das dann deaktiviert. Ja. Das ist übertrieben genau gewesen. Ja. Jetzt habe ich gesagt, okay, ich spezialisiere mich auf eine Kultur, wo wir Probleme haben, dass ich das besser mache. Und wenn die funktioniert, dann nehme ich halt eine andere Kultur mit dieser Task-Funktion. Ja. Aber für jede Kultur einen Task zu erstellen, hat mir nicht so taugt. Ne. Das hat mich gestresst. Ja. Aber ich habe die Möglichkeit, wenn ich irgendwo am Zug warte oder so, oder leere Zeit nutze, ich meine, es ist halt schon eine Gefahr. Ja? Du schaltest dann noch weniger ab. Ja? Also wenn du das Handy dann beim Schlafen gehen und nachschaust, was ist morgen noch zu erledigen. Handy nachschauen, ja. Man muss auch ein Foodhunter sein. Ja? Also ich nutze da Instagram sehr gerne, weil viele Kollegen posten irgendwelche Sorten, auch wo man diese Sorten kriegt. Radicchio zum Beispiel ist mein Anliegen. Ja. Da sind die Amerikaner zurzeit sehr gut. Ja. Und wir haben Radicchio-Sorten, nicht so eine große Auswahl. Da gibt es aber die Firma TNT in Italien. Die haben super Auswahl. Aber da kriege ich nur 100 Gramm. Ja. Also das wäre eine Möglichkeit, dass man das aufteilt. Oder weiß ich nicht. Ja. Das sind so rosane, so wie Lucia in die Richtung der Radicchio. Gibt es ja viele Grumolo Verde oder
Schönbrunner Seminare, wenn die wieder kommen, bitte müsst ihr euch anschauen von Wolfgang Palme. Ja, das ist sensationell. Das war für mich eine Inspiration. Die haben Gemüse mit Johann Reisinger in verschiedensten Sorten angebaut, eine Vielfalt. Du hast nirgendwo, glaube ich, in Europa die Möglichkeit oder irgendwo das zu sehen, zu kosten, Erfahrungsberichte. Das war für mich am Anfang, das hat mir sehr geholfen, ja, für diese Vielfalt auch. Ja. Was mir auch hilft, dass ich höre gern Podcasts. Das ist ein Wahnsinn, No-Till höre ich gern. Das sind so Hör-Online-Bücher quasi. Also da gibt es einen Podcast quasi, der interviewt kleine Betriebe, Small Farming Betriebe, jede Woche einen anderen Betrieb in Amerika. Ja. Und die reden auch über alles. Ja. Und No-Till Podcast. Ja. Also, No-Till Growers, glaube ich. Gell? Genau, ja. Ja, sensationell. No-Till also, Growers. Das höre ich immer beim Autofahren, beim Ausliefern. Ja. Ja. Das ist top. Das ist top. Ja. Wenn du, und wenn es ganz neu ist, hast du früher Farmer to Farmer von Chris genau, ja, Blanchard. Ja, hör ich er auch. Ist verstorben leider, aber okay. Seine Podcasts sind, glaube ich, noch nachzuhören, falls man das ja. nicht kennt. Ja, und Chris Blanchard, Farmer to Farmer Podcast. Und No-Till Growers ist im Grunde genommen so quasi ein Ersatz, sagen viele, ja. für Chris Blanchard. Und die ja. reden wirklich genau. über Blumen, über genau. Market, über Direktvermarktung, Gastronomie und ja. Untersaaten, Boden, das sind so viele Themen. Ja. Und es gibt so viele leibende Betriebe in Amerika, ich hätte mir das nie gedacht. Ja. Also, mein Gedanke war auch vor Amerika, das Land irgendwie, ja, aber ja, da ist eine Bewegung, so wie bei uns mittlerweile. Also, ich wollte dich, es ist jetzt Thema verfehlend, aber ja. jetzt sind wir sowieso bei Podcasts, es ist egal vielleicht. Du hast Erfahrung mit dem Paperpot Transplanter. Ich ja. bin mir nicht. Oh ja. Ja. Ich weiß nicht, wie viele hier sowas verwenden. Paperpot Transplanter. Und von dem her, wenn wir Zeit haben, würde ich gerne einen Eindruck von dir bekommen, was du dazu sagst und so weiter. Ich weiß nicht, ob es hier unter Biozertifizierung erlaubt ist. Ich glaube, also das ist für mich egal. Aber ich glaube, ja. Ja, okay. Ich finde es eine sehr praktische Lösung. Wir haben im Folientunnel letzten Herbst quasi Vogelsalat und Spinat damit gemacht. Das heißt, letzten September fliegen die Paradeiser hinaus. Das ist egal, wie viel drauf hängt. Und wir gehen dann schon mit Wintergemüse hinein. Und dann mit dieser Pflanztechnik, ich habe in einer Dreiviertelstunde haben wir die linke Hälfte vom Folientunnel, 150 Quadratmeter, gehst hinher. Du kannst sehr eng anpflanzen quasi und brauchst halt ein schönes Saatbett. Das machen wir mit der Kreislecke. Ja. Richten wir das her mit dieser PCS an und haben das eingepflanzt. Ja. Zum Ernten geht es auch super mit Vogelsalat, das steht hinaus, ich kann die Tiefe einstellen, ich kann schön ernten mit Vogelsalat, beim Spinat ernten wir öfters, Geschmack Wahnsinn, Winterriese Stamm-Vertil, super süß im Winter und den Spinat ernten wir dann öfter quasi, ja. Aber es ist halt sehr eng im Folientunnel, du musst wirklich Gleichgewichtsübungen, das Yoga, ja. Das ist, jeder Zentimeter wird da genutzt, ja. Was dann überbleibt, ist diese Papierkette. Da ist der Klebstoff, glaube ich, ein Thema, was da von der Zulassungsstelle geduldet wird oder nicht, weiß ich noch nicht. Ja. Aber ich finde es ein tolles System, weil du sehr flott bist. Weil wenn ich 4000 Vogelsalatpflanzen, man kann es mit der Spachtel vielleicht machen und ich habe es, wir haben Vogelsalat das erste Mal so angebaut und vorher noch nicht. Ja. Und ich habe es praktisch gefunden. Das ist eine Papierwarenkette. Kennt das jeder? Oder? Ja. Und entfernen durch die Papierketten dann quasi, wir sagen Wiesel dazu. Wie heißt das nur, Jürgen, mit der Sternhacke? Ist eine Sternhacke vorne drauf mit einem Bügel drunter und dann fahre ich über den Boden drüber. Dann kommen die Papierketten raus und dann fahre ich mit dem Rechen zusammen. Ich lasse nicht den Boden, ich entsorge das dann. Die sollten sich zersetzen eigentlich. Ja. Ja. Okay, wir haben noch Zeit für eine letzte Frage. Zum Paperpot. Ja. Ich hatte es mal ausgerechnet, das ist auch ziemlich teuer, oder? Ja. Pro Dings 3 Euro oder irgendwie. Ja. Also das ist auch eine Investition dann. Ist eine Investition, wir zahlen 15 Euro
wir kaufen das zu. Derjenige, der uns das pflanzt, der kommt mit der Pflanzmaschine. Also ich zahle pro Platte 15 Euro. Ich habe mir das aber durchgerechnet. Es ist sehr wirtschaftlich für uns quasi. Also es geht sich sehr gut aus. Ja. Okay, vielen Dank, lieber Robert. Danke auch für die Möglichkeit. Danke euch.